Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflussen die Sterne und Sternbilder unserem heutigen Tag am 26. August 2017? Mond bewegt sich im Tierkreiszeichen Waage, erreicht aber den Grenzbereich und übergeht im Tierkreiszeichen Skorpion. Mond hat eine zunehmende Mondphase und es eignet sich dazu etwas beginnen, was zunehmen soll, ein Wachstum. Mond nähert sich zu Kreuz des Südens. Dieser Kreuz des Südens ist ein Sternbild im Himmel und sichtbar ist im Südhalbkugel. Das Kreuz des Südens dient zum Orientierung, das ist die Südpol, so wie im Nordhalbkugel des Nordpol oder Polarstern im kleinen Bär oder kleinen Wagen dient auch zum Orientierung. Also das ist wichtig, dass die Mond in diese Richtung bewegt und das heißt, wir sollen beginnen, uns zum Orientieren im Leben. Es ist nicht nur das Kreuz des Südens beeinflusst, was auch eine spirituelle und auch eine religiöse Bedeutung hat, sondern beeinflusst auch unseren Planet Erde. Unserem Planet Erde bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Fischen und hat einen Einfluss von Sadal Melik. Dieser Sadal Melik bringt Glück und diesem Stern befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann, aber wirkt in diesem Bereich Tierkreiszeichen Fische, wo unserem Planet Erde befindet. Es ist nicht nur Sadal Melik beeinflusst und ein gewisses Glück und Leichtigkeit uns schenkt auf unserem Planet, sondern es ist nochmal eine Verbindung. Unserem Planet Erde verbindet sich mit Fomalhaut. Und Fomalhaut ist eine von den königlichen Sternen, so wie die alten persischen Astronomen etwa vor 5000 Jahren bestimmt haben und dient in eine Himmelsrichtung. Und das zeigt auch eine gewisse Richtung. Und unserem Planet Erde ist die Sicherheit, der Halt, die feste Boden unter unseren Füßen. Und dieses Gefühl zu bekommen, brauchen wir gerade Orientierung. Und wie wirken die Sterne, Sternbilder und auch die Planeten diese Bewegung auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Tierkreiszeichen Waagengeborenen ist eine gewisse Spannung da, Bereich Liebe, Partnerschaft. Die Waagengeborenen neigen dazu, aus dem Gleichgewicht zu raten oder sind sie nervös. Die neigen auch dazu, etwas mehr ausgeben, vielleicht als Liebesersatz, als notwendig ist, und verlieren gerade die Gleichgewicht. Es kommen aber anderen Einflüsse auch, Klarheit, Orientierung oder eine gute Nachricht, und das erleben die Waagengeborenen im Laufe des Tages. Also wichtig ist die innere Ruhe bewahren, des inneren Gleichgewicht, weil kommt ein klärendes Gespräch und so bringt man die Situation in Ordnung. Bei Tierkreiszeichen Skorpion geboren ist sehr wichtig die Orientierung und die Entscheidung, in welche Richtung sollte man gehen. Und ab heute kommt etwas in Bewegung und es wird aktiv sein in den kommenden Tagen bei den Skorpiongeborenen. Eine Nachricht nähert sich auch, es dreht sich etwas, aber da sollen die Skorpiongeborenen etwas geduldig sein. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig, die Wünsche, Sehnsüchte, die Ziele, all das, was die Schützengeborenen erreichen möchten.
Und endlich kommt da Klarheit, kommt auch in Form. Und da fühlen sich die Schützengeborenen sicher. Und sie haben auch das Gefühl, jetzt langsam bekommen sie einen festen Boden unter ihren Füßen. Und Sicherheit, Stabilität, ein Zuhause ist auch gerade wichtig bei vielen Schützengeborenen und kümmern sie um ihren Zuhause. Entweder gründen sie eine Familie oder pflegen die Kontakt zum Elternhaus oder verändern sich etwas im wohnlichen Bereich oder finden eine neue Zuhause. Bei Tierkreis zeichnen Steinbockgeborenen ist eine gewisse Spannung, aber im laufenden Tag und auch in den kommenden Tagen kommt Leichtigkeit, kommt etwas im Fluss. Und es ist wirklich eine gute Energie dann bei den Steinbockgeborenen, weil endlich können sie aufatmen und spüren die Erfolg, spüren die Kraft, spüren auch die Leichtigkeit. Bei Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen ist eine wichtige Situation die berufliche und die Arbeit, aber auch die Finanzen. Und das versuchen die Wassermann-Geborenen in Ordnung zu bringen. Die Wassermann-Geborenen brauchen Klarheit und Orientierung, in welche Richtung sollen sie ihre Kraft einsetzen. Wenn sie nicht konzentriert sind, dann verlieren sie die Kraft und fühlen sie sich erschöpft oder müde. Also hier braucht man auch einen inneren Gleichgewicht und auf die Kraft achten, in welchem Richtung sollen sie sich orientieren, wo sollen sie konzentriert sein und da die Kraft einsetzen. In den kommenden Tagen kommen ein gewisse Einschränkungen da, besonders im Bereich Arbeit und die beruflichen Situationen. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist wichtig, die Liebe, Partnerschaft, aber auch die Alltag, die berufliche Situation, da möchten sie etwas verbessern. Bei einigen Fischengeborenen hängt es auch zusammen, Liebe im Arbeitsplatz. Und die Fischengeborenen ist auch ein Heilungsprozess. Sie nehmen ihre neue Möglichkeiten, neue Chancen wahr und somit können sie leicht die Vergangenheit abschließen. Und gerade in dieser Bewegung, in dieser Wandlung befinden sich die Fischengeborenen. Wenn sie auf eine Nachricht warten, das kommt noch, es dreht sich alles und sie sollen noch ein bisschen geduldig sein. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist gerade eine Wende. Heute ist die Nervosität spürbar. Die Wiedergeborenen kommen aus dem Gleichgewicht und sie sollen auf dem inneren Ruhe achten und geduldig sein, weil diese Veränderung kommt noch. Es ist nicht der richtige Augenblick zum Handeln oder etwas Neues zu beginnen. Es sind so viel Spannung momentan da. Wichtig ist jetzt abwarten, geduldig zu sein und die Ruhe bewahren. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtig, die berufliche Situation erfolgreich sein im beruflichen und auch eine Reise, vielleicht hängt es sogar zusammen, eine Reise und das verknüpft mit Arbeit. Und sie brauchen Sicherheit, sie brauchen Stabilität und sie sind gerade dabei, das zu bewältigen. Auch wenn noch Unsicherheiten da ist, in den kommenden Tagen kommt mehr Klarheit, mehr Orientierung. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborene ist beruflichen Erfolg, aber heute sind Einschränkungen da. Das betrachte ich nicht als negativ, sondern die sollen noch etwas überprüfen oder sind im Prüfstand mal Geduld zu zeigen. Also mal grundsätzlich ist Erfolg da, auch wenn das heute das nicht spürbar ist. In die kommenden Tagen bewegt sich auch etwas in die Liebe, Partnerschaft und dann kommt auch gute Zeit in Partnerschaft, in die Liebe, auch bei den Zwillingsgeborenen. Sie haben mal grundsätzlich Glück und Erfolg, aber ein bisschen Einschränkungen sind da. Vielleicht machen selber diese Einschränkungen durch Ängste oder Zweifel. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist gerade ein Aufstieg und sie orientieren sich neu beruflich und da brauchen sie auch Klarheit, Orientierung und sie suchen ihre Möglichkeiten, ihre Chancen.
Und das wird in der nächsten Zeit ein wichtiges Thema sein, beruflich was verbessern oder verändern oder neu orientieren. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen kommt etwas in Bewegung und die Löwengeborenen haben die Kraft. Und jetzt öffnen sich neue Türen, ganz neue Eindrücke und da sollen die Löwengeborenen gerade aktiv sein. Heute ist noch die Leichtigkeit spürbar, in den kommenden Tagen sind Einschränkungen da, dann sollen die Löwengeborenen ein bisschen geduldig sein. Wo die Löwengeborenen Glück haben, und es bewegt sich auch in die nächste Zeit, das ist Liebe, Partnerschaft. Und bei Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist auch ein Aufstieg gerade. Die Gespräche, die Termine, die Kontakte nehmen jetzt etwas zu, aber trotzdem ist eine Bewegung und auch ein Aufstieg und sie erreichen etwas. Das heißt, sie arbeiten daran, etwas im Licht zu bringen oder Klarheit zu bekommen. Sie führen auch klärende Gespräche. Es kann sein, dass jemand versucht, es einzuschränken oder kommt keine Antwort. Aber eine große Bedürfnis gerade bei der Jungfrau geboren, etwas zu klären oder klar zu werden. Wo haben Sie Erfolg? Was können Sie beruflich erreichen? Und gerade das sind die Themen bei der Jungfrau geboren. Und wie wirkt die kosmische Energie auf den Stunden? Heute Morgen, wie beginnt den Tag? Das ist eine gewisse Spannung, Nervosität. Man setzt sich im Druck, kränkt etwas oder ist man im Stress. Und diese Nervosität begleitet uns noch im laufenden Vormittag. Man fühlt sich hin und her gerissen. Und in Mittagszeit auch immer noch das Gefühl, es klappt nicht, man macht sich unbeliebt, man hat Stress oder ist man hin und her gerissen, aber im Nachmittag beruhigt sich das alles und gegen Abend kommt eine schöne Energie, klärende Gespräche, mehr Klarheit, mehr Orientierung, Gefühlen, ein Austausch, schönen Gesprächen, also diese Spannung, diese Nervosität, was uns Vormittag noch begleitet, im laufenden Nachmittag beruhigt sich das alles und kommen andere Einflüsse und es ist schön und angenehm und gefühlsvoll und vor allem öffnet die Augen und gibt uns Klarheit und Orientierung. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.